Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zurück bei eurem Tjolfa und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Fire and Ice. Und wir haben hier schon dasselbe merkwürdige, diesen merkwürdigen Zufall wie in Ark, die Folgen starten, wenn Nacht ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer so ist, wenn ich irgendwelche Spiele let's playe, aber so ist das halt. Für die Leute von euch, weil ich habe sehr oft in den Kommentaren gelesen, Tjolfa, mach doch auch mal wieder Horror. Es kam jetzt wirklich lange kein Horror mehr. Und ich habe ja auch gesagt, dass trotz Ark und trotz Minecraft trotzdem noch Horror-Let's Plays kommen werden. Ich wollte mich nur halt erstmal auf diese beiden Projekte konzentrieren. Aber voraussichtlich geht ab heute Abend Horror weiter. Also bleibt gespannt, Freunde. Boah, dann kommen ja heute 3 Videos. Mensch. Freut euch, freut euch. Okay, was machen wir jetzt? Ich bin total raus gerade. Ich habe jetzt nämlich schon seit, glaube ich, 3 Tagen oder so oder 2 Tagen kein Minecraft gespielt. Was haben wir denn zuletzt gemacht? Ich glaube, wir müssen immer noch am... Ah, genau, warte mal. Guck mal, wir machen ja Cleanstone, damit wir hier oben unsere Plattform quasi erweitern können. Weil ich ja hier das Haus nicht so ranzig hinstellen will. Ich erinnere mich. Okay, machen wir das mal. Und ich habe eigentlich auch schon geplant... Moment. Ich habe eigentlich auch schon geplant, dass... What the fuck? What the... Ein Wraith. Oh! Geh drauf! Stirb, 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 stirb! Okay, der macht mir wenig Schaden. Aber das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Ich krieg den vielleicht nicht, ich krieg den... Ich hab ihn geschafft! Wow. Wow, ich hab ihn geschafft. Oh! Das war knapp. Rip. 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 Wow. Okay. Okay. Okay, was? What the fuck? What the fuck? Was geht hier ab? Was ist los mit den Mobs hier in diesem Spiel? What the flying... Oh, warte mal. Nein, das kann ich so nicht machen. Moment, das muss ich mit der Hand weghauen. Wenn ich es mit der Axt weghaue, ist mein ganzes Holz hier weg. Dann... Der ist aber verdächtig nah, der Zombie, du. Oh, ein Skelett ist auch da. Oh, scheiße. Warte mal, ich mache hier mal zu. So. Oh, shit. Hau bloß ab, ey. Ich hau dir ins Gesicht rein. Euch allen. Du als... Alter, macht das Schaden! Easy. Easy there. Easy. Okay, chill. Chill, chill, chill. Nichts machen. Nichts machen. Hä? Ah, nee, das ist ein Schaf. Oh Gott, hab ich mich erschreckt. Okay. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben, Freunde. Ist alles cool. Okay, ich hab's fast. Noch ein Hit. Ja. Easy. Easy. Okay, warte, ich hol mir gerade das Zeug. Ja, komm mal her hier. Ja, danke. Tschüss. Okay. 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 So. Machen wir jetzt mal mit dem ursprünglichen Plan weiter. Ich baue hier mein Haus rum. Alter Falter. Aber dafür, dass wir noch keine Rüstung haben, können wir gut austeilen, muss ich sagen. Dafür, dass wir eigentlich nur so ein schäbiges Steinschwert haben. Wir haben ja eigentlich gar nichts, ne? Wenn man es mal so recht bedenkt. Im Grunde genommen haben wir gerade gar nichts. Moment, ich ziehe jetzt das hier. Ach, guck mal, die Wölfe da unten. Die nehmen... Was ist denn das? Ein Skelett. Die nehmen volles Rohr das Skelett auseinander. Nice. Habt ihr gut gemacht. Das sind zwar nicht meine Wölfe, aber ich freue mich trotzdem. Okay. Das hier machen wir so. Hier hinten wollen wir ja so ein Riesenfenster machen, dass wir hier Aussicht haben. Genau. Hi. Hi, da unten ist auch ein Creeper, hä? Junge. Hau ab. Oh, das sind 2. Ja, moin. Ah? Let's go. Okay, haben wir. Ist hier unten noch einer? Was ist los, Alter? Ist es hier irgendwie... Hä? Überhaupt wollte ich das hier doch so bauen, dass hier niemand reinkommt. Ich mach das jetzt weg. So, dann kommt ja auf keinen Fall jemand hin. So. Will mich ja nicht verarschen lassen. Wir sind ja nicht bei der armen Leute oder so, ne? Okay. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich das hier weiterbaue. Ich glaube nämlich, ich mache das hier mal noch hoch. So. Warte mal. So. Ich glaube, das wird nämlich ganz cool aussehen, wenn ich das hier so schräg mache. Und dann hier quasi so eine schräge Fensteröffnung reinmache. Ich will hier oben quasi rundherum Fenster haben. Ich denke, ihr seht, dass ich darauf hinaus will. Ich ziehe das mal eben hier lang so. So würde das dann aussehen. So, und dann müsste ich eigentlich hier wieder Holz hinsetzen. So. Mach das hier so zu. Und so. Okay.
Da muss ich jetzt gerade mal kurz improvisieren, Freunde. Wir müssen jetzt gerade mal ein bisschen tricksen hier. Machen das immer so. Und hacken das hier wieder weg. Und haben dann hier eigentlich das grobe erste Stock-Layout von unserem Haus eigentlich fertig. Größtenteils, sage ich mal, ne? Also das ist erstmal so, wie ungefähr der Grundriss sein wird. Hier müssen natürlich überall noch Fenster rein und so weiter. Ist ja logisch. Aber, Moment, ich check mal kurz, ob alles aufnimmt. Nicht, dass ich hier gerade als einen erzähle und es nimmt gar nicht auf, aber es sieht gut aus. Hier müssen wir halt noch den Balkon hinziehen. Oh, das ist noch ein Skelett. What the fuck? Und eine Spinne. Wir müssen natürlich noch die Fenster hier reinziehen. Und wie gesagt, ich will halt hier quasi noch irgendwo eine Treppe hinsetzen. Dass wir hier quasi, im Grunde genommen, ein zweites Stockwerk noch drunter machen. Also quasi einen Keller. Der auch Fenster haben wird, aber nur teilweise. Und dass wir nach oben hin, ich will ja an einer Ecke wie so einen Turm draufsetzen, wie so eine Art Wachturm mit einem Leuchtfeuer oben drin, der uns quasi so in der Nacht immer zeigt, yo, da hinten ist unser Heim. Und dann will ich quasi noch so ein Spitzdach oben draufsetzen, dass das Ganze quasi vom Dach her so eine Optik wie so ein mittelalterliches Haus oder ein Wikingerhaus kriegt. Und will die Spinne hier rein? Ach, come on. Okay, komm schon. Okay, die kommt auf jeden Fall rein. Let's go. Oh, ich habe gar nicht mal volles Leben. Ah! Ja! Ah. Oh. Okay, haben wir aber. Easy. Ich fress mal kurz Fleisch. Wie gesagt, dass wir oben da noch dieses Dach draufsetzen. Das ist jetzt eigentlich so der Plan, den ich habe. Ich könnte jetzt hier mal anfangen, den Balkon fertig zu bauen eigentlich. Aber dafür brauche ich auf jeden Fall... Ah, ich habe meine Skin noch gar nicht drin. Ah! Einer von euch hatte mir eine Skin gemacht. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer es war. Ich werde es in der nächsten Aufnahmesession erwähnen. Da ist die Skin dann auch drinne. Ja? Ihr seht die Skin auf jeden Fall schon auf den Thumbnails. Da habe ich sie schon eingebunden. Aber ich habe ganz vergessen, sie im Spiel reinzumachen. Scheiße. Ihr seht es. Profi ist wieder am Start. Ja? Ich könnte natürlich jetzt gerade auch die Aufnahme unterbrechen. Und die Skin schnell reinmachen. Das mache ich auch gerade mal. Bis gleich. So, die andere Skin ist jetzt im Spiel drinne, Freunde. Ihr seht das Ding hier. Der gute Herr, der mir diese Skin erstellt hat, heißt auf YouTube Tjulfas Fan. Erstmal danke dafür und danke natürlich für die Skin. Der Link zum Channel von dem lieben, guten Herren, Jungen, wie auch immer, vielleicht auch Mädchen, man weiß es ja nicht, ist verlinkt unten in der Beschreibung. Das hatte ich ja demjenigen versprochen, der mir die Skin macht. Und wie gesagt, ist jetzt keine super unique Skin, muss man dazu sagen, aber mir gefällt sie echt richtig nice. Und deswegen nochmal vielen Dank. Ah, und ich habe sie eben mal reingehauen, nicht, dass ich es wieder vergesse, ey. Ich bin da ganz schlimm bei. So, jetzt gucken wir erstmal. Ich platziere jetzt hier mal mein Crafting Table. Denn wir machen jetzt gerade mal schnell ein bisschen Zaun. Warte mal, nee, so ging das nicht. Wie ging nochmal Zaun? Warte mal. Ich bin noch daran gewöhnt, Zäune zu machen, wie das früher war. Warte mal, hier kommt doch eine Spinne rein. Oh, hi. Oh, hi. Verpiss dich bitte. Danke. So, gib Faden. Okay, so, warte mal. Wie war denn jetzt? Warte mal, das müsste so, oder war das für Tore? So, das war für Tore. Okay, Tore brauche ich nicht. Das heißt, ich muss das so machen... Und so, dann kriege ich Zaun. Sehr gut. Sehr gut, okay. Ich habe jetzt 9 Zäune, das wird vermutlich nicht reichen. Ich mache mal eben noch ein paar mehr. So. Ich weiß nicht genau, wie viele ich brauche, aber 9 ist definitiv zu wenig. Wenn ihr euch jetzt so denkt, jo, warum klickt der Tjulfa so langsam? Ich bin ganz zitterig in meinen Händen drin, ja? Das geht im Moment nicht schneller. So. Mache ich jetzt? Ja, komm, wir machen das aus Kobbel einfach. Einfach aus Kobbel. So, einmal hier, einmal da, einmal hier. Und dann noch einmal da so und hier so und da und hier. Wie lang machen wir den denn? Ah, wir machen mal nur so. Machen wir mal nur so. Oder? Ne, komm, eins länger noch. Eins länger noch, ansonsten ist echt zu klein der Balkon. Wir wollen ja auch was sehen, ne? So, er wird nur so ein schäbiges Ding sein. So, ziehen ihn jetzt mal hier lang. Ganz easy. So, dann haben wir hier unseren Balkon, wo wir einfach so rausgehen können. Können hier rausschauen. Cool. Okay, so. Da sich jetzt ja die Monster verzogen haben und wir jetzt unten im Tal relativ sicher sein müssten,
Wir brauchen auch auf jeden Fall noch die Stahltür. Holen wir uns jetzt gerade mal eben Sand. Und holen uns hier unsere scheiß... Oh, warte mal, da hinten liegen Knochen. Unsere scheiß Workbench ab. So, nehmen wir mal mit. Okay, aber erstmal müssen wir uns jetzt gerade ein bisschen Sand sichern. Damit wir auf jeden Fall Fenster machen können. Das ist nämlich ganz wichtig. Wie ihr euch bestimmt schon gedacht habt. So, dann mal wieder neue Rezepte. Lol, das klingt... Das ist das Pferd. Lol. Was ist mit dem Pferd los, Alter? What the hell? Ich habe mich voll erschreckt. Ich dachte, das wäre ein Wolf oder so. Das klang ja richtig creepy. Habe ich gerade schon überlegt, ob ich das Pferd einfach umbringe. Aber, nein. Wir müssen ja nicht gleich übertreiben. So, ich find... Alter, die Pferde klingen wie Esel oder so. Was ist das denn? Richtig abgefuckt. What the fuck, man? Okay. Ich weiß gar nicht, wie viel Sand wir brauchen. Auf jeden Fall muss ich gleich auch in unser quasi Untergeschoss, sag ich mal, unseren Keller, den wir gleich quasi unten drunter bauen werden noch. Da kommen auf jeden Fall meine Kisten rein. Als eine Art Lager. Dafür brauche ich also... Also das muss ich gleich auf jeden Fall bauen. Damit wir erstmal unser Zeug unterbringen können. Jetzt gerade will ich nur mal kurz gucken, ob wir hier irgendwo vielleicht Eisen auftreiben können. Ist das hier eine Schlucht? Ja, moin. Warte mal, ich lasse mich mal hier runterfallen. Easy. Ich esse mal kurz was. Vielleicht finde ich hier gerade irgendwo auf die schnelle Eisen. Das wäre richtig gut. Vielleicht aber auch nicht. Habe ich Fackeln dabei? Ja. Ein bisschen Eisen wäre echt nicht verkehrt. Würde ich mich richtig freuen jetzt. Ein Creeper. Ja, moin. Hi. Hier. Bam. Ah. Bam. Bam. Und kriegst noch einen. So. Ende. So, die Spitzhacke geht jetzt gleich kaputt. Dann ist hier auch Game Over. Okay, hier ist nichts. Lol. Ist einfach eine Sackgasse und hier war einfach ein Creeper drin. Okay. Na gut, wenn dem Creeper das Spaß macht, soll er es machen. Okay, okay. Aber hier ist nirgendwo Eisen. RIP. Richtig RIP. Aber dafür viel Kohle. Oh, da oben geht's noch weiter. Aber dafür richtig viel Kohle immerhin. Ah! Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. So, du Scheißvieh, jetzt brennst du nämlich. Hier ist jetzt richtig Game Over für dich, mein Freund. Hier ist jetzt Endstation, Bro. So. Außen vorbei. Easy. War eigentlich nicht so easy. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, du, aber okay. Ich hasse Skelette. Skelette sind so die richtigen asozialsten Gegner hier am Anfang. Wirklich. Es gibt nichts Schlimmeres, wie unvorbereitet einem Skelett zu begegnen. Ja, da kriegst du richtig Muffensausen, du. Okay, hier können wir noch hoch. Okay, hier kommen wir auch irgendwo hin. Ich glaube, ans andere Ende von dem Berg, hä? Ey, das ist ja richtig nice. Hier haben wir so einen natürlichen Durchgang. Voll cool. Das ist richtig cool. Okay, aber hier ist auch kein Eisen. Das hilft mir jetzt nicht weiter. Aber es ist cool. Ist okay. Ist okay. Okay. Aber wir brauchen dringend Eisen, Freunde. Ich bin auch gerade echt schon am Spekulieren, noch was anderes Cooles in unser Kellergeschoss zu bauen. Aber da bin ich mir gerade noch nicht so sicher, ob das... Ach gut, machbar ist es auf jeden Fall. Aber ob ich das wirklich mache, das frage ich mich gerade noch. Aber wir werden sehen. So, wir machen jetzt erstmal frei. So, das war's für die Spitzhacke. Oh, guck mal, hier geht's auch noch weiter. Aber wir haben keine Spitzhacke mehr. Das bringt ja jetzt gar nichts. Ich gehe erstmal zurück. Ich gehe erstmal zurück ins Haus. Dann kann auch erstmal das Zeug braten. Also das Sand. Das Sand, ja. Das Sand. Yo. Aber erstmal baue ich mir, glaube ich, eine neue Spitzhacke. Und wir stellen den Ofen mal woanders hin. Weil der Ofen steht da ja auch mehr oder weniger ungünstig. Sagen wir es, wie es ist, das sieht scheiße aus, ne? Schön ist das nicht. Schön ist definitiv was anderes. Ich bin auch noch sehr mit mir am Hadern, wie ich den Boden gestalte. Weil, Cleanstone sollte da eigentlich nicht bleiben. Aber ich... Ah, ich hatte noch eine Spitzhacke da. Oh Gott. Ihr seht's, Freunde. Ich bin, die Planung in Person. Ja. Also, wer mit mir hier in Minecraft unterwegs ist, der weiß auf jeden Fall, das klappt alles, ne? Guck mal, wir haben auch so viel Holz. Ich mach gerade schon mal... Eine Kiste mache ich jetzt gerade schon mal als eine Art Notkiste. Dann machen wir gleich zwei. So. Hier zwei. Und wo gehen wir denn eigentlich... Wo machen wir uns denn... Machen wir das hier? Ich glaube, wir machen das hier. Ich baue mir hier eine Treppe hin. Warte mal, ich muss gerade noch... Ah, warte mal, hier hin. Ich habe doch guten Cleanstone. Kann man aus Cleanstone Stufen machen? Nein, kann man nicht. Richtig, da war ja was.
Das ging ja nicht. Das ging ja nur mit Kobbel. Ich habe lange kein Minecraft mehr gespielt. Ihr merkt es vielleicht. Wirklich lange nicht. So, machen wir uns mal ein paar Spielchen. Ich baue jetzt gerade nämlich schon mal die Treppe quasi ins andere Stockwerk. So. Uno momento. Das geht so. Und... Es geht so. Es geht so. Ja. Ist schon mal ganz gut. Machen wir noch hier. Machen wir noch hier. Und das reicht ja dann eigentlich schon. So. Und dann haben wir hier schon... Ne, warte mal. Ich will 3 Stufen runter eigentlich. Okay, warte. Ich mache das noch anders. Dann kommen wir hier hin. Und kommen dann hier so ins andere Stockwerk rein. Weil ich will auf jeden Fall 3 Steps haben. Also 3 Deckenhöhe. So. So sieht das Ganze dann nämlich aus, wenn wir hier runterkommen. Das ist eigentlich ganz cool, wenn wir das so machen. Weil dann haben wir hier quasi... Warte mal. Komme ich hier schon nach draußen? Nee, okay. Weil dann können wir hier quasi... So. Warum ist das denn... Hä? Warte mal. Das müsste sich doch eigentlich von selbst connecten, oder? Mach ich mal gerade kurz ein bisschen frei, weil ich will die Truhe dann direkt hier unten platzieren. Da muss das nicht so dumm da oben mitten in der Gasse rumstehen und wird eh wieder abgerissen. Können wir es direkt hier unten machen, dann ist es auch gut. So, weil eigentlich, wenn ich das jetzt hier hinsetze, müsste das doch... Hä, da müsste sich das doch eigentlich connecten. Und so eine Dings bilden. Ja, genau, so. Hä, warum ging das denn? Warte mal, hier hinter ist auch... Hier hinter ist aber dann draußen, ja, RIP, ne? Okay. Warte mal, dann muss ich hier auf jeden Fall noch ein bisschen die Klippe erweitern. Oder, warte mal, wir machen das hier mal offen. Hier kommt dann auch ein Fenster rein. So, einfach. Problem gelöst. Problem gelöst. Easy as that. So. Dann machen wir hier einfach... Von wo nach wo ziehen wir das denn? Warte mal, ich habe Cleanstone noch dabei. Ich mache jetzt gerade schon mal kurz ein bisschen Vorausplanung, Freunde. Aber mir fällt gerade auf, die Folge ist zu Ende. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Manche von euch haben sich ja schon beschwert. Jo, Tjolfa, mach die Folgen bitte länger. Bist du eigentlich dumm? Aber die Folgen mache ich so 15 bis 20 Minuten in Minecraft. Länger will ich die nicht machen. Die in Ark sind ja schon ein bisschen länger. Und ich muss auch irgendwo gucken, ne? Manche haben schon in die Kommentare geschrieben, jo, Tjolfa ist wahrscheinlich einfach faul. Das finde ich ein bisschen frech, ne? Bin ich ganz ehrlich. Aber... Schreibt das mal, wie ihr wollt, ne? 2 Uploads am Tag ist ja auch... Ist ja kein Problem. Ist kein Problem. Bald noch 3 Uploads dann mit Horror. Aber Schulfe ist wahrscheinlich faul. Ne? So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dahin.